Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Space Engineers. Ja, lang ist's her für mich. Ich habe mich beim letzten Mal so furchtbar aufgeregt über das Spiel, weil es einfach so gelaggt hat, auch mit Nico und so. Und dann habe ich mich entschieden zu sagen, nö, lass mal sein. Ja, hätte Fahrradkette. Es laggt zwar noch immer, aber ich glaube, ich habe die Mod gefunden. Es könnten zwei sein. Ich hoffe, ich habe die Mod gefunden. Wenn es wieder laggt, weiß ich aber, welche ich dann in der nächsten Folge rausnehmen werde. Am Schiff selber, ich habe tatsächlich ein bisschen weitergeschraubt. Ich habe die Maus zu schnell eingestellt. Am Schiff selber hat sich ein bisschen was getan. Also, vielleicht erstmal ein, zwei Sachen. Das erste ist, ich habe ein paar Mods hier rausschmeißen müssen. Und ich habe ein, zwei Mods wieder reingetan. Diese Mods, ihr seht, die wandern hier um uns rum. Okay. Ich glaube, diese Mod könnte eines der Probleme mitunter sein. Also hier, dass die Leute hier überall spawnen. Weil der lädt automatisch noch drei Mods runter und die können fehlerhaft sein. Also, wie gesagt, neue Mods drin. Ja, das Schiff hat sich ein bisschen verändert, wie ihr seht. Es ist jetzt so, es gibt neue Turbinen. Ich habe neue Turbinen reingebaut. Die leuchten jetzt hier rot, weil sie aus sind. Ich habe jetzt mit den Turbinen mal so gemacht. Also, ich finde es eigentlich geil, wenn man schöne Turbinen hat. Das Problem ist, entweder gibt es Turbinen, die sind zu schwach, aber viel zu groß. Oder es gibt Turbinen, die sind zu groß, zu klein, aber viel zu stark. So. Und ich habe mich jetzt eher fürs Zweite entschieden, wo ich gesagt habe, ich nehme lieber Turbinen. Die sind halt ordentlich stark, die heben uns ohne Probleme in die Luft und so weiter. Aber, und das ist halt der Punkt, die sind halt recht klein. Ich würde gerne riesige, schöne Turbinen hinten haben, so wie wir es schon mal hatten. Die Mod habe ich übrigens rausgenommen, weil ich gedacht habe, dass es vielleicht daran liegt. Jedenfalls steht jetzt so das Ding hier. Dementsprechend ist oben Platz gewesen und ich konnte zwei Bordkanonen drauf machen. Ich weiß nicht, ob wir dieses Schiff tatsächlich noch so weitermachen werden. Kann ich euch jetzt gerade nicht sagen. Das werden wir sehen müssen. Genau, ihr seht ja hier überall andere Trüppchen rumfliegen. Ich hätte übrigens auch mal eine ganz geile Map Mod gehabt, die mich sehr schnell weg, also die Geschwindigkeit massiv erhöht hat. Klammer zu. Jedenfalls ist so, ihr wisst ja, ich hatte ja dieses Problem mit dem Despawn der Blöcke. Ich glaube, ich habe es auch gefunden. Das ist hier unter Admin Tools. Man muss Alt F10 drücken und dann gibt es hier diese Schrottbeseitigung und ihr seht, wenn etwas weit entfernt ist, etc., dann passiert das. Ich weiß nicht, warum. Ich lasse das anfangs immer an und dann, ja, dann nehme ich es wieder raus. Ich hoffe, es klappt jetzt. Also, ich hoffe, ich bin jetzt nicht dauerhaft im Admin-Mode oder so oder unverwundbar. Das ist so der Punkt, aber grundsätzlich will ich das einfach nur ausmachen. Ja, der große Sternzerstörer da oben. Mit dem weiß ich noch nicht, was wir mit dem anfangen, um ehrlich gesagt. Der ist riesig. Ihr seht, hier fehlen wieder Blöcke. Der ist mir auch ein bisschen kaputt gegangen. Also ihr müsst euch auch vorstellen, ich habe hier an dem Ding rumgeschraubt und hatte ja diese Mod drin mit den neuen Boostern, also mit den neuen Thrustern. Und auf... Okay, es fängt wieder an. Und auf einmal ist das Ding abgegangen und ich habe das halbe Schiff mitgenommen. Nun ja. Nun. Gut. Weil es ja jetzt, weil wir ja jetzt eigentlich auch mal wieder in The Female können, würde ich sagen, wir hauen wirklich mal wieder ab in die Außeratmosphäre und schauen uns mal an, ob wir irgendwas tun können, ob wir irgendwelche Basen finden, etc. pp. Die Basis ist auch voll mit Zeug, also die Flugbasis hier, ne? Jo. Und ich würde sagen, ihr seht, die sind super krass eigentlich. So, wir fliegen hier erstmal raus. Oh, stopp. I see a problem. Habt ihr es auch gerade gesehen? Unser Hangar ist nicht komplett. Was ist denn jetzt schon wieder los? Und ich meine, wir können dann ja auch immer hin und her fliegen und dann gucken, ob alles da ist. Hier fehlt ein Fenster. Aha. Wisst ihr, was ich nicht mag? Keine Fenster. Invertiert 2x3. 2x3 invertiert.
So. Ja, ich hatte, wie gesagt, noch ein bisschen... Ah, was ich auch noch gemacht habe, das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Also, ich musste hier ein bisschen mehr gucken. Also, das Ding dreht sich noch zu lahm. Da muss ich noch überlegen, was ich mache. Das ist ein Punkt. Und ich glaube, der letzte wichtige Punkt ist hier oben. Der hintere Raum ist ja jetzt frei geworden, ne? Weil wir ja, also diese Turbinen sind ja nicht mehr da, diese Turbinen, ja. Und ich hatte hier dann dementsprechend neue Gyroskope eingebaut hinter die Lücke. Aber nur um zu wissen, wo das ist. Und hier hinter sind nochmal Montageanlagen. Also falls wir mal was brauchen, sollte das jetzt eigentlich ganz gut gehen mit dem Abbauen. So. Das eine könnte irgendwann mal kaputt gegangen sein. Ich weiß es nicht. Also ich finde es zwar schön, wenn mal irgendwie so ein paar Blöcke verschwinden, weil das zeigt, man muss, dass die Dinger auch mal warten. Das finde ich super. Nur das Problem ist, also ich wünschte mir, dass da zum Beispiel irgendwas anfänglich verschwindet. Hallo? Ah ja, ja, alles klar. So. Und jetzt gehen wir ab. Ihr seht, die Dinger sind furchtbar schnell. Oh, wir sind ein bisschen schräg. Bedeutet, dass wir... Oh ja, ich muss meinen Kollegen hier mal neu machen. So. Ah ja, ich habe die Entfernung des Servers auch ein bisschen kleiner gemacht. Ich habe so ein bisschen am Server rumgespielt. Bei den letzten Malen lief es eigentlich gut. Alter, was ist das denn hier für ein fucking Krater geworden? Überall ist irgendwas eingeschlagen. Ja, der Stefan hockt hier mit dabei. Ihr seht, es gibt hier ziemlich viele, ja, Gegner vielleicht, die rumfliegen. Das Problem ist halt, das muss ich halt auch sagen, würden wir diese Mod nicht drinne haben, so unter uns, wäre meine Vermutung, dass wir gegebenenfalls vielleicht kaum auf andere Leute stoßen. Ne? Also wenn meine Vermutung da eher, dass wir dann ganz allein spielen würden ohne NPCs. Und das ist, würde ich dann wieder schade finden. Ne? Da hinten ist zum Beispiel ein Planet, den wollte ich immer schon mal sehen. Der ist ein bisschen weiter weg. Das müsste der Alien-Planet sein. Das ist, glaube ich, Eis oder so. Das ist der Mars. Irgendwo da hinten müsste gleich... Irgendwo müsste gleich der andere Kollege noch auftauchen. Der Mond. Ja, und dann müssen wir mal gucken. Gibt ja so einige hier. Ja, ich hoffe einfach nur, dass es mit den Mods jetzt funktioniert, weil das ist... Ich bin ehrlich, das ist etwas, was mich traurig machen würde, weil es gibt einen Haufen Mods und wenn ich nur drei installieren kann, damit die Mod funktioniert, na, würde ich schade finden. Deswegen machen wir jetzt mal gleich einen kleinen Ausflug. Wir gucken mal. Vielleicht fliegen wir sogar da hinten hin. Gucken uns mal ein bisschen um. Na, also wir versuchen erstmal aus der Atmosphäre rauszukommen. Wo ist der Mond eigentlich? Der müsste doch... Also... weiß ich nicht. Persönlich würde ich mir auch eine Sache bei Space Engineers extrem wünschen. Auch wenn das Spiel jetzt nicht unbedingt dafür ausgemacht wäre. Aber so ein Mix aus Space Engineers und... Wie heißt das andere Spiel nochmal, was ich gerade bekomme? Satisfactory. Oh, wäre das geil. Oh, wäre das geil. Das wäre ideal für mich. Da würde ich ausatmen. Würde ich hier alles abbauen lassen. Weil hier ist es nicht so ganz satisfactory. Das Problem ist, es gibt ja diese Röhren und so. Ja, ich habe auch in den Kommentaren gehört. Bitte bau Röhren und so. Ja. Ja, ja, ja. Ich habe da auch vollkommen... Ich verstehe auch, warum ich das machen soll. Ja, ich weiß nicht, ich finde die Röhren sind doof. Irgendwie, ich weiß nicht warum. Ich würde lieber diese Conveyors nutzen, dann ist gut. Auch wenn das andere vielleicht ein bisschen schöner aussieht, aber ich weiß nicht. Das ist so, ja, ja. Meine Eigenheit wieder, ne? Das tut mir furchtbar leid. Sulli, wir sollten gleich raus sein. Wir werden vielleicht noch ein bisschen was abbauen müssen, wobei wir genug Ressourcen haben. Ich würde auch gerne irgendwo vielleicht sogar diesen Sternzerstörer unten abreißen.
und wirklich hier oben mal erstmal eine riesige Station bauen. Entschuldigung. Das wäre so, vielleicht wird das sogar noch besser. So eine schön schwebende Station, am besten so mittendrin zwischen Mars, den anderen Planeten und der Erde und sag mal, der Mond, ach, da hinten kommt der jetzt. Ihr seht, es gibt den Mond noch, ich habe ihn nicht abgebaut. Noch wenn ich alles andere abgebaut habe, gefühlt. Ah ja, genau, bei dem, jetzt müssen wir halt auch gucken wegen dem TIE Fighter und so, weil der TIE Fighter hat jetzt zum Beispiel auch keine Triebwerke mehr, weil die eine Mod fehlt. Ja, das ist halt immer so eine Sache, Gil. Also Space Home finde ich nice, so, ja. Ich würde gerne so eine richtig schön dicke Station haben wollen. Was man natürlich auch machen kann, ist so eine, nicht mal so richtige Orbitalstation, sondern so eine, so fast schon so eine Art Satellit, wenn ihr versteht, was ich meine. Also Satellit nicht im Sinne von, dass er die Erde umkreist, also doch, dass er die Erde umkreist, aber dass es wirklich so eine Station ist und es ja, einfach ein riesiger Satellit, der da rumschwirrt. So eine kleine ISS vielleicht sogar, ne? Das wäre auch nice. So, wir sind leider raus. Meine Güte. Ihr merkt meine verrückten Ideen. Da wird aber noch was kommen. Da wird aber noch was kommen und meinerseits. Und auf was ich auch so ein bisschen hoffe, ist ein bisschen Schießerei mal. Also mal wieder anders. Ne? Also ich meine, wir haben ein Problem. Wir haben... Vorne haben wir genug Geschütze. So. Seitlich sind wir low. Also wenn uns jemand seitlich angreift oder unter uns ist, keine Chance. Und wir können uns auch nicht so gut drehen. Aber das ist halt, ja. Also man müsste halt echt überlegen, ob man nicht vielleicht unten was platziert. So, jetzt drehen wir mal das schwerfällige Ding hier. Wir schauen uns mal den anderen Planeten vielleicht an. Also. Ah ne, wir müssen weiter. So, jetzt gehen wir auch vorwärts. Gas. So. Einfach raus aus der Atmosphäre. Also komplett raus. Wir sind ja fast schon draußen. Wow. War das knapp? Nein. Das Ding ist irgendwo da hinten. Gut, wir haben ja ein Schild, also ich mache mir da jetzt keinen Kopf. Übrigens, das war auch ziemlich lustig, als ich gegen diesen Sternzerstörer da gefahren bin. Ist aber nichts passiert. Also uns ging's gut. So. Wir entfernen uns natürlich immens. So, gleich sind wir raus. Was war das nochmal? 4300 oder so? 43.000 oder so, 42.000. Was war denn das nochmal? Ah ja, 41.000. Und ein paar zerquetschelte. So. Und jetzt geht's los. So. Trägheitsdämpfer aus. Wir haben eine Gravitation. Wir werden in die Richtung gespült. Jo. Wir werden auch nicht langsamer. Wetter ist klar. Wir haben 18 Uhr Tagzeit. Wir haben unsere Gravitation hier. Wir haben ein bisschen Strom. Ja. Ah, jetzt können wir uns auf die Lounge hocken oder so. Bis Gegner kommen. Jo, Nicovich. Es ist schon geil, das muss man halt einfach sagen. Ich meine, da muss man nicht mal im Kontrollraum sein oder so. Also da mag ich das Spiel schon extrem. Genau wegen diesen Sachen. Vielleicht verpasst hier schon was. Wir dürfen halt nur nirgendwo gegenstoßen oder so. Das ist ja auch hübsch.
Also nicht mit der Geschwindigkeit, am besten irgendwo. Willkommen in der Wunderbar. Hier werden Ihnen eiskalte Getränke und heiße Würstchen serviert. Bitte schneiden Sie sich bei Start und Landung an, sonst könnte Ihnen Ihr Würstchen verrutschen. Danke für die Aufmerksamkeit. Yo. Hier wäre eine Schleuse nach draußen, geil. Was ein schöner Außenbereich oder so. Wir erreichen Reisegeschwindigkeit. Hier wünschte ich mir, dass wir vielleicht ein bisschen schneller wären. Was wir halt einfach nicht sind. Oh. Ernsthaft? Oh nein. Ich wollte nur gucken gehen. Eben. Schiff. Zum Glück kann ich auf dem Schiff respawnen. Seit wann gibt es hier ein Loch? Okay. Das hat mich jetzt überrascht. So, 1, 2, 3. Und den ganzen Kladderadatsch hier. Na, jetzt hat er also wenigstens die Dinger aufgeladen, ha? Huh? Wo sind denn der Rest der Flaschen? Leere ausblenden. So. Aha. Warum? Warum? Hä? Okay. We try it again. Ach so, ich hab die Trägheitsdämpfer aus. Wie war denn das nochmal? Setz es an. Ah. Steuerung. Okay. Ja, kein Wunder, dass er nicht gestoppt hat, weil er halt die ganze Zeit in der gleichen Geschwindigkeit war. Okay. Also try again. Zum Glück sind wir gerade nicht auf dem Landeanflug oder so. So. So, ich nehme mal ein bisschen was mit. Haben wir noch was? Auf was fliegen wir zu? Nichts. Da unten sind unsere Leute. Das ist schon faszinierend, ne, wenn wir hier so vorbeifliegen. Ich meine, klar, wir haben einen viel zu weiten Weg gerade, aber wir können ein bisschen auf dem Weg was machen. Jetzt muss ich erstmal hier. Okay. So, jetzt bremst er auch wieder. Meine Güte. Erstmal schön die Knochen brechen, oder was? Der ist zu. Was ist der Einzige? Wo sind wir denn runtergefallen dann? Also so Reparaturarbeiten sind zum Beispiel wieder cool. Weil man dann weiß, ah, okay, hier ist irgendwas, wir müssen gucken. Ja, wir fliegen ganz angenehm gerade. So, wir nähern uns halt echt langsam. Dann ist der Quantoshi. Auch ganz geil. Der Nico ist anscheinend irgendwann mal abgestorben. Also. So. Das ist unser Räumchen hier. Ich meine, ja. Warum? Ah ja. Ach, das war der Raum. Dann scheint alles erstmal Taco zu sein. Komisch. Ja, dann gehen wir von der anderen Seite mal hoch. Und hier geht's ja auch zwar wunderbar. Hier ist alles gut. Alles gut. Oh, da hinten Mining Outpost. Und SPRT. Scheint auch. Warte mal, ist die eine Treppe weg? Die eine Treppe ist weg. Warum? Was machen Sachen? Das wird die hier sein. So.
Hinweise. Immer schön gucken, nicht, dass wir auf irgendetwas stoßen, auf was wir nicht stoßen wollen. Genau, Sauerstoff ist full, ne? Mach das Ding mal auf. Ab und zu, nicht die ganze Zeit. So. Der Nico pennt hier eigentlich immer. Ja, der Nico, ey. Mit seinem Klo und allem. Sehr schön. Das ist unser Room. Das ist auch ganz nice. Hier ist der Steph. Und hier ist noch ein Platz frei. Hier ist der. Hier läuft alles, hier läuft alles. Dahinter ist halt schon wieder Zeug zu machen. Ja, wir haben genug Treibstoff, das ist wichtig. Ich überlege, ob ich nicht mehr von den Stromerzeugern mache, also von den teuren. Weil genug hätten wir ja eigentlich. Oder? Das ist ein 100er, das ist ein 10er, das ist ein 20er. Wenn wir nochmal ein paar 100er machen. Mal. Nee. Ja, dann machen wir den 100er jetzt so. So. Eins. So. So. Habe ich alles draufgegeben, was ich hatte. Uns fehlt Arc Reactor und Dense. Ich weiß nicht, wie viele fehlen. Ah, 16.000, sagen wir mal. Machen wir mal 16.000, 32.000 brauchen wir. Roundabout. Machen wir so. Und Dance-Steel weiß ich jetzt auch nicht, aber ein Dance-Steel kann man auch nicht genug haben. Na, ich mach mal 40.000. Wie viel brauchen die? 4.000, das ist okay. Das macht sich jetzt in Ruhe. So, dann haben wir hier schon mal aufgebessert. Hier unten machen wir jetzt gerade nüchter. Was haben wir denn? Hier geht's uns allen gut. Wir haben keinen Krieg, keinen Angriff. Was ist denn das? Ach, okay, das sind, ja. Das sind so Sachen. Das sind so Sachen. Was ich mich fragen würde, und da wäre so eine Promenade mal richtig geil, wie weit wir von der Erde weg sind. Einfach mal zu gucken. Überlege, ich gehe mal kurz raus, ich muss das echt mal probieren. Gar nicht mal so weit. Also schon nice, oder? Komm. Ich meine, wenn ich mich jetzt hier wenn ich jetzt hier rausgehe, fliege ich ja trotzdem noch mit, aber... wie wir uns halt entfernen, ne? Wie gesagt, wir können auch immer springen. Ich bin da jetzt auch kein Problematikus. Überlege mal, was können wir denn heute noch verhübschen? Okay, die Assembler arbeiten hier alle. Unten habe ich Assembler mit Produktivitäts Gedöns gemacht. Also, oh, das juckt. Da läuft's gleich besser. Wie sieht's denn aus? Ja, die werden ein bisschen brauchen. Deswegen lasse ich die anderen beiden laufen. Eigentlich würde ich auch irgendwann gerne die Basis ein bisschen... die fliegende Basis eigentlich gerne noch ein bisschen erweitern. Vielleicht machen wir den sogar in die Richtung zum Sternzerstörer irgendwann. Weil dann haben wir halt ein riesiges Schiff. Das ist halt dann wirklich eine Basis. Also
dass das hier quasi der Kern ist, den wir jetzt schon haben. Vielleicht sogar dieses obere Teil, wenn ihr versteht, was ich meine. Und also 5 Sternzerstörer und dann arbeiten wir uns eigentlich nur noch runter. Wie sieht's denn aus? Da hinten fliegt ein Herkules. Ich glaube, wir sollten mal ein bisschen springen. Jump Drive. Was meint ihr? What the fuck? Wir können nicht so viel springen. Wie kann es sein, dass wir nur 174 Kilometer springen können? Was ist mit dem Rest? Das ist ja nix. Wir sind ja dahin, sind wir 1700 gesprungen. Ach, vielleicht weil wir schwerer geworden sind. Okay. Das stellt uns natürlich jetzt vor einem kleinen Problem, würde ich sagen. Kann man die nicht irgendwie... Oder Moment mal. Ich versuche mich jetzt nochmal direkt auf den Planeten auszurichten. So. Alle, oder was? Nee. Ah ja, hier. Das ist eine Besatzung an Bord, 2 betriebsfähige Sprungantriebe. Das ist das Problem, wir sind viel zu schwer. Aber woher kommt diese Schwere? Das verstehe ich halt nicht. Ich würde die jetzt einfach mal springen, komm. Gesprungen ist gesprungen, komm. Sind wir jetzt nicht viel näher, aber... Aber wir sind weiter weg. Okay, es dauert kurz mit dem Laden. Er lädt, er lädt, er lädt. Aha. Ah ja, das sind wir. So, jetzt sind wir halt auch nochmal richtig weit weg, aber das Ding ist nicht viel näher dran. Liegt wahrscheinlich an den ganzen Metallen und so weiter, was wir jetzt hier im Dings gebunkert haben, ne? Guck mal, wie klein die Erde jetzt ist. Dazu. Klein die Erde ist, Alter. Ist nochmal fucking riesig. Weil wir sind halt so im Luft, also wirklich luftleeren Gedöns hier. Wir fliegen einfach mal weiter, das wird halt eine kleine Odyssee werden. Ich werde unterdessen auch so ein bisschen überlegen, wie wir das am besten schaffen. Und dass wir auch ein bisschen weiter fliegen. Ich werde mal überhaupt so ein bisschen ein paar Sachen sortieren, müssen mal hier die Lager in Ordnung bringen. Und dessen hocke ich mich mal halt meinem Pilotensitz. Das Problem ist halt, ich meine, gut, jetzt wird hier noch ordentlich was hergestellt. Das Problem ist halt, wir haben jetzt diese, in den Cryo-Chambern haben wir halt jetzt ziemlich viel von dem Zeug. Machen wir erstmal den Container. Also, das ist unser Container. Wir schieben mal alles, was wir so haben, darüber. Ist ja nicht so, dass wir nichts hätten. Also, Leere können wir ausblenden. Hier, ihr seht ja... Ne, das ist unser Large Cargo Container. Ja, okay, wir haben sehr viel Zeug, wie ihr seht. Ich glaube, das macht uns so unfassbar schwer gerade. Ich sehe schon das Problem so ein bisschen.
Ich musste halt ziemlich viel produzieren, weil diese Triebwerke so viel benötigt haben. Die hätten wir am Anfang uns null leisten können. Aber jetzt ist halt so gar kein Problem. Okay. Okay, das sind unsere Guns. Huch. Was ist denn jetzt los? Doch, keiner. Ah ja, okay. Ganz komisch gerade. So, wir können auch mal gucken, was wir so an Zeug haben, was wir dann vielleicht nachproduzieren können oder so. Das kann ich, glaube ich, nicht nachproduzieren. Und das ist Treibstoff, der ist fast aus. Der Treibstoff ist jetzt durchgelaufen. So. Okay. Überlege, ob wir irgendetwas davon benutzen können, um irgendwas Sinnvolles zu produzieren. Also der produziert auf jeden Fall, das ist gut. Ressourcen haben wir auch genug, so wie es aussieht. So. Wir haben sehr viele Schwerkraftgeneratoren. In jedem mindestens einen oder so. 102K Superconductor und wir sind noch nicht mal komplett durch. Uiuiuiui. Und da sind noch meine Credits. Ich komme hier mal ganz ans Ende. So. Müssen wir echt gucken, was wir machen. Ein paar Sonnenkollektoren haben wir noch. Da fliegende Donuts, die hier. Ich weiß nicht, ob wir die Schwerkraftgeneratoren irgendwie noch benötigen. Ah, das hat mich auch super gewundert, dass wir so schwer wurden. Aber wahrscheinlich, weil wir das ganze Gestein etc. jetzt verarbeitet haben. So, nur nach Überlegung. Das ist ja komisch. Die ganzen Assembler haben nicht alles produziert. Ja, wobei einige schon. Vielleicht haben einige einfach nicht mehr bekommen an Arbeitsaufträgen. Wobei ich mir das nicht vorstellen kann. Wir haben wieder so wenig Schallplatten, wie ich sehe. Das besorgt mich gerade. Alter, wie viel denn noch? Ja. Diese schweren Teile, da haben wir auch viel zu viele von. Schweren Rohre. Wir gucken mal, warte mal. Was wiegt denn hier so am schwersten? Oh, die Autocannon-Dinger. Wow. Fast 1 Million. Die Flak-Dinger. Was laden denn unsere Waffen? Das müssen wir auch mal gucken gleich. Dann kann ich den Rest halt erstmal zerlegen. Dann muss ich mir gleich einen Zettel nehmen und ein bisschen mitschreiben, was ich alles benötige. Zettel habe ich hier. Passt. Oder was ich halt alles abbauen kann. Das will ich gar nicht wissen. 11 Millionen. Alter Junge. Ja, 3 Millionen. Die nehmen viel weg. Es ist der Wahnsinn. Also daran wird es am meisten liegen, glaube ich. Also wir können unser Gewicht bestimmt ordentlich reduzieren. Im gewissen Maße, ne? Wir sind halt noch nicht mal durch mit allem drum und dran hier. Uns hat auch nichts angegriffen bisher. Das finde ich zum Beispiel ein bisschen schade, dass wir so schnell sind. Also, dass wir so oder so, wenn wir in voller Fahrt sind, einfach schneller sind. Als die meisten anderen so, ja. Oder halt gleich schnell sind. Natürlich Masse, die sich ne, im luftleeren Raum und so, alles klar. Aber ich wünschte mir, das wäre ein bisschen austarierter, damit die uns nicht so leicht kriegen. Oder damit sie uns leichter kriegen können und wir
mit so dicken Schiffen eher, ja, dazu genötigt werden, Krieg zu führen. Oder wirklich einen Kampf zu führen. Meine Güte, was habe ich denn hier alles gemacht? Ich drehe ja durch. Ja, da wundere ich mich nicht, dass ich irgendwie Millionen von Kilo wiege hier. Ich muss gleich mal gucken, wie viel Kilo der Kollege überhaupt hat. Diese doofen Dinge habe ich nicht nur deswegen gebaut, wegen irgendwie schönen Dingen, die wir hier bauen sollten grundsätzlich, sondern ja, gebaut, weil wir sie gebraucht haben. Oh. Jetzt geht's. Ja, der lädt manchmal noch richtig krass nach, aber okay. Ja, 10 Millionen. Und der Rest halt natürlich alles Eisen und so weiter. Kann ich mir richtig gut vorstellen. So, durch, raus da. Ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendwas gebaut hätte, was besser wäre. Am Mars sind wir schon nah dran, würde ich sagen. So, Kanonen. Wir haben die hier, die brauchen... Moment, ich muss ja kurz das Blatt hier ein bisschen aufhalten. Die brauchen... Flak. Flak 635. Flak 635 Millimeter. Na ja, toll. Hilft mir ja nicht. Die Flaks haben wir. Dann haben wir... Ja, Small Cargo Container, das können wir rüberreichen. Dann haben wir normale NATO-Muni. Schreibt mein Stift nicht mehr, was ist los mit dem? Jetzt geht's. Dann haben wir das da und hier haben wir noch den Ausmesser, das sind 280 mm. Dann haben wir hier Railgun 35 mm. Dann haben wir den Ausmesser. Und dann haben wir eigentlich nur noch den Kollegen Schnürschuh da unten, ne? Ja, den Houdini hier. Okay, das bedeutet... Okay, ja, ich sehe schon, wir müssen ein paar Sachen hier abbauen. Also, die 200 mm Raketen können raus. Dann haben wir Railgun 265 mm. Ja, nur die kleine oben. Dann haben wir hier die Nariman 70 mm. Dann haben wir die 635er, die brauchen wir ja. Dann haben wir die Autocannon 185, die brauchen wir nicht. 185 mm. Dann haben wir hier gut die normale NATO-Munition. Dann haben wir hier die Railgun 35 mm. Da haben wir noch ein bisschen was auf Halde. Okay. Also da können wir schon mal das wegarbeiten. Ist ja nicht immer klar, was hier im Container übrig bleibt. Das hier hat ordentlich Gewicht alles, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Wir haben AGUI Platin. Wir haben eigentlich alles. So. Dann gucke ich hier mal nochmal durch. Also, das ist unser Large Cargo. Dann habe ich hier nochmal ein paar Sachen.
Hier haben wir noch ein bisschen Platin und so, das müssen wir dann... Large Cargo 2, Container 2. Müssen wir das aus der Raffinerie überführen. Ja, das Eisen ist halt furchtbar schwer. Und der Schotter. Ja, 16 Millionen, aber das... So. Ja, man sieht's halt. Wir haben gut was an Uran auch mittlerweile, glücklicherweise. Welche? Im Oxygen-Tank noch was? Muss man echt mal gucken hier. Ja, stimmt, logisch. Also macht ja Sinn, aber das hat mich jetzt doch gerade gewundert. Dann haben wir hier sehr viele Assembler. Okay. Zum Beispiel bei der Produktion kann ich jetzt sagen, Abfahrt. Brauchen wir nicht mehr. So. In die Cryo Chamber. Wollen wir das da? Und hier kommt das da rein. Obla. Okay. Das wiegt echt nicht viel. Masse 3 Kilo, aber das hier müssen wir noch. Es ist halt so unfassbar viel. Da machen wir hier mal den Assembler 70. Machen wir es mal so, den Assembler 70, also den letzten quasi. Machen wir, nennen wir jetzt mal um zum Zerleger. Und den Zerleger, den haben wir jetzt hier, den machen wir wirklich auch noch auf Zerlegen aus. Der kommt nur auf Zerlegen. Und er darf jetzt zerlegen. Was haben wir denn? Die 200 mm. Die haben wir... Warte mal. Oh Gott. Ich gehe durch. Also die Autocannon, die hier. Die darf er zerlegen. So, viel Spaß damit. Dann haben wir Railgun. Railgun, die hier. So. Dann haben wir Nariman, wenn die es noch gibt. Raus. Und dann haben wir noch 200 Raketen. Rockets. Da, nein, nein, nein. Hä? Okay. Die muss er jetzt auch noch zerlegen. Was war das für Railgun 200? 365. Gibt's noch mehr? Soll er alle zerlegen? Aber die Nariman, die habe ich gar nicht gefunden. Die Nariman. Die. Wo sind die kleinen? Ach, Raketen 200. Gucken wir einfach nur mal nach den Raketenbehältern. Da sind sie. Ah, hier sind noch andere Magazine. Ah, stimmt, es gibt ja neue Waffen auch, ne? Die Pistole ist ja neu. Die Pistole, was ist das hier? Ein PRD-1. Was Neues. So. Das darf er jetzt zerlegen alles. Gucken wir ins Inventar. Achso, was er dann auch gleich darf, ist... Gut, ist jetzt übertrieben, aber... Die darf er jetzt auch zerlegen. Okay, davon gibt es tatsächlich sehr, sehr viele. Und es gibt noch mehr. Kann er sich jetzt alle holen? Dann bleibt nämlich nur die 253er Flak und die 35er. Perfekt. So, was ist das? Zerleg die mal da alle, bitte, danke.
Und dann das hier. Da soll man hier alles zerlegen, was er kann. Okay, sind alle weg? Yo! Okay, wir müssen jetzt hier gucken. Weil, also, das ist ja einfach nur heftig. Das sind einfach 301.000, also... Also, ich würde sagen, wir zerlegen noch knapp 20, 7 oder so. Wollen wir mal, warte mal, so viele braucht man halt nicht. Wollen wir davon 42.000, die können weg. Was haben wir denn noch so Schweres hier? Batterien, ne? Geht alles, das geht. Batterien sind relativ schwer, gut, die sind okay. Okay. Die sind halt arschschwer. Glas haben wir dabei. Macht den Kohl halt teils nicht fett. Hier, die hier noch. Machen wir mal 115 Schwerkraft und das ist. Boah. Mach mal wirklich, ich halbier das mal. Mach mal 50, 51 K. Conduct Supra. Ich meine, wir können uns das schlimmstenfalls immer bauen. Das ist halt so der Punkt, ne? Und die sind halt noch schwer. Machen wir von den Flak-Dingern noch ein paar weg. Machen wir mal 15.000 weg. Okay. Ich meine, der läuft ja hier trotzdem noch heiß. Dann nehmen wir als allererstes diese schwere Kraft. 42.000. Das reicht so dicke. Dann haben wir 115.000 von denen hier. Das war schon ein bisschen viel, was ich hier produziert habe. Man braucht ja meistens nur 20 davon gefühlt für ein Schiff oder so. Dann brauchen wir 51.000 Supraleiter. Supraleiter sind etwas, was man immer wieder mal tatsächlich braucht, aber jetzt gerade. Und 15 Flak. Die großen. Jo. So. Jo, jetzt müssen wir halt nur abwarten. Jo. Sind wir denn schon leichter geworden? Das ist eine gute Frage, ne? Was wir aber mit ein bisschen Eisen machen könnten, wäre... Also ich meine, gut, die produzieren ja hier... Oh Gott. Das brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Also, das hier ist immer eine gute Sache. Wenn ich ehrlich bin. Das ist nie verkehrt, die genug zu haben. So, dann... Machen wir nochmal so 20.000 Computer. Von denen haben wir sehr wenig gehabt, habe ich gesehen. Die kann man auch nicht genug haben. Dann ein paar von denen hier. Ein paar von denen hier. Oh, noch ein paar von denen hier. Einfach nur, damit wir jetzt einen kleinen Stamm haben. An Zeug. Können wir hier wieder Container eingeben. Hauptmontage hat von allem etwas. Finde ich sehr schön. So, da sitzen wir jetzt die hier. Hier ist der Large Cargo. So. Dann ersetzen wir die hier. Die hier. Ja gut, okay, das können wir ja am Ende nochmal machen. Wo ist denn der Zerleger? Der wird umgekehrt viele Ressourcen haben, die hier. Container 2. Der Zerleger. Er ist ja noch mutig dabei. Also, ja. Der wird richtig schön, ne? Und so. Ja, meine Güte, wird da abgebaut. Also das ist hier sehr schwer.
Aber man muss schon zugeben, das ist halt... Der Schotter ist zum Beispiel auch etwas, aber das wiegt halt nicht mehr als das. Ich hoffe, unser Jump Drive springt ein bisschen weiter. Nö. Springen wir halt nochmal blind. Also ich glaube, wir brauchen viel mehr von den Kollegen hier. Yo. Komm aber näher. Verbindungsproblem. Hey, hallo, Verbindungsproblem. Hoppala. Okay. Hoppala. Hä? Ich... Jetzt gucken wir mal, wo wir jetzt hier sind. So. Wow. Sexy. Wir fliegen trotzdem noch gefühlt an allem vorbei, was geht. Okay, kann ich raus reparieren? Oh Gott, ich bin so ein Held. Okay. Okay. So, gibt es etwas? Wie können wir jetzt noch ein bisschen draufhauen? Also diese Super-Dinger würden eigentlich schon ganz geil sein. Das Schöne ist, wir sind halt echt dran. Also das mag ich. Also das macht uns das Arbeiten. Okay, Moment. Ich weiß, hier mitten im Flug bauen ist immer uncool. Also hier, das wäre unser Weg. Okay. Ich würde sagen, wir bauen das hier hinten dran. Das heißt, das Schiff wird länger werden. Aber ich würde sagen, konkretisieren tun wir das dann in der nächsten Folge. Na, schon wieder ein kleiner Bug. Wir könnten tatsächlich einfach mal stehen bleiben. Okay, okay, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich würde gerne mal stehen bleiben mit dem doofen Ding hier. So. Wir bleiben stehen oder fliegen noch ein bisschen weiter und dann fange ich an hinten zu bauen. Also bedeutet, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich herzlich schon mal. Also wir werden jetzt beim nächsten Mal tatsächlich Weltraumreparaturen in Anführungsstrichen tun müssen. Sonst kommen wir nicht weiter voran und werden natürlich uns damit auch aus Angriffen aussetzen. Also es bleibt spannend. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf dann. Ciao, ciao.